88.4 Kreatives Radio für Berlin. Infothek. In Berlin gibt es ein außergewöhnliches Projekt, das nennt sich House of One. Da geht es darum, dass ein Gotteshaus für alle drei großen monotheistischen Religionen gebaut werden soll. Und zwar natürlich der Islam, das Judentum, das Christentum. Und im Studio begrüßen wir jetzt jemand, der im Vorstand dieser Initiative ist. Das ist Roland Stolte. Guten Morgen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Es gibt ja sogar eine Webseite dazu. Diese Kirche soll errichtet werden in der Ecke am Ende des Leipziger Platzes Richtung am Ende der Leipziger Straße Richtung Alexanderplatz. Mhm. Das ist ein relativ großer Bau. Der wird ungefähr 43 Millionen Euro kosten. Sie sammeln Geld dafür per Internet. Sie haben schon ungefähr, ich glaube, 60.000, okay. Das heißt, es wird noch eine Weile dauern. Wie ist die Idee gekommen, ein Gotteshaus für alle drei großen Religionen zu machen? Ich danke für die Einladung hierher, weil es eine sehr passende Einladung ist, hier in ein Kiezradio zu kommen, weil es am Anfang war ein Kiezprojekt. Okay. Der Petriplatz, also Gertraudenstraße, Ecke Breite Straße ist es, dieser Platz, ist ja ein wichtiger Ort für Berlin gewesen. Insofern war die Beschäftigung mit dem Ort zunächst stand am Anfang. Und das war ja mal der wichtigste Kiez der Stadt. Also der Petriplatz ist ja der Gründungsort Berlins. Okay. Dort ist also im 12. Jahrhundert die Stadt entstanden, als kleines überschaubares Plätzchen zunächst. Und insofern hatte das eine ganz wichtige Funktion über Jahrhunderte. Und dort standen auch über Jahrhunderte Petrikirchen. Die letzte ist 1964 gesprengt worden. Mhm. Und diese Platzstruktur und diese Kiezstruktur, die es mal hatte, ist dann komplett getilgt worden zu DDR-Zeiten. Und es gab dann jetzt nach der Wende, ab 2007, gab es die Überlegung, ob man dieses ganze Areal wieder städtebaulich auch aufwertet. Und die Frage auch an uns als Kirche, ob mit diesem Ort was passieren soll in Zukunft. Mhm. Und das war der Einstieg, dass wir da überlegt haben, also wie geht man sehr konkret mit diesem Ort um. Und wir haben dann, ist die Idee entstanden, dass wir das nicht wieder komplett kirchlich besetzen wollen, sondern dass die Kirche auch hier zurücktritt ein wenig, um der multireligiösen Situation in der Stadt hier besser gerecht zu werden. Und an diesem symbolträchtigen Ort, wo also seit 800 Jahren Religion und Stadt miteinander in Kontakt standen, hier also einen Ort zu schaffen, wo die drei großen monotheistischen Religionen jetzt mit der Stadt in Kontakt treten. Das ist die Ursprungsidee von vor 4 Jahren gewesen. Okay. Das heißt, ihr hattet dann schon das Netzwerk, also es gab schon einen Rabbi und es gab schon einen Imam und es gab schon einen... Nee, haben wir alles gesucht dann. Also insofern, diese Frist von der Idee, dass es wirklich ein realistisches Projekt wird, da haben wir auch im Grunde 3 Jahre gebraucht, also um den Partner zu suchen. Da ist die jüdische Gemeinde an Bord gekommen, dieses Abraham-Geiger-Kolleg, wo Rabbiner und Kantoren ausgebildet werden, ist dazugekommen. Dann haben wir einen muslimischen Verein gesucht. Mhm. Und das ist alles so 2010, 2011 gewesen. Wir haben dann einen Verein gegründet 2011 mit diesen Institutionen. Mhm. Und 2012 war dann ein weltweiter Architekturwettbewerb, den wir auch schon sehr intensiv gemeinsam, also alle drei Religionen gemeinsam schon vorbereitet haben. Insofern hatten wir Ende 2012 dann ein Bild und auch die Architektur und haben dann also dies alles weitergeplant und jetzt seit 8 Wochen hat diese Spendenkampagne begonnen weltweit, um also alle Leute zu bitten, denen die Idee dieses Versuchs eines Labors für ein friedliches Miteinander der Religion, denen es auch am Herzen liegt, dass wir die bitten, die müssen helfen, sonst wird das nicht gebaut. Okay. Jetzt sind ja die drei Architekturen der Tempel oder der Kirchen in den drei Religionen sehr unterschiedlich. Die Christen haben meistens eine Kreuzform, die Muslime haben meistens eine Trennung zwischen Männern und Frauen und die haben auch ein ganz anderes Innere, das ist extrem gemütlich und hat einen Wohnzimmercharakter, wenn ich das so sagen darf. Bei den Synagogen ist es nochmal anders. Wie bringt man diese drei Architekturen unter einen Hut? Also das Spektrum ist natürlich, muss man als erstes sagen, das Spektrum ist ja ein bisschen größer als so dieses etwas Klischee, wie Sie es gerade genannt haben. Ja. Insofern war das ja auch ein großer Vorlauf für uns, diese Sakralbautradition der drei Religionen mal genauer einen Blick zu nehmen. Das haben wir schon vor dem Wettbewerb gemacht. Und es gab dann auch eine 30-seitige Auslobungsbroschüre für den Architekturwettbewerb, also doch schon etwas komplizierter und aufwendiger. Mhm. Und die Idee jetzt auch bei dem Siegerentwurf des Berliner Architekturbüros, die den Wettbewerb gewonnen haben, war eben zu sagen, wir reduzieren es ein bisschen und wir verdichten es. Und wir gucken, was sind so Grundtypologien der drei Sakralbauarchitekturen. Und das ist ja, also da ist die jetzt bei dem Siegerentwurf so ein bisschen die Reduktion auf Kubus und Kreisform. So als
Ur- und Grundformen dieser Sakralbauten. Mhm. Und mit diesen Grundtypologien, das ist der Einstieg gewesen, und mit denen arbeitet dann auch der Entwurf und das Architekturbüro. Mhm. Und so hat man ganz gut geschafft, glaube ich, eine eigenständige Formensprache zu finden, wo sich doch alle drei Religionen wiederfinden können. Mhm. Und dazu, das ist ja der zweite Grunddatum gewesen, dass wir relativ früh auch entschieden haben, es soll nicht ein großer Raum für alle drei Religionen sein, sondern es soll durchaus auch die Religion des je eigene auch pflegen. Und insofern gibt es also eine Synagoge, eine Kirche und Moschee, die aber dann sich jeweils öffnet zu dem großen Zentralraum, wo der als der Begegnungsraum fungiert. Das haben wir vorgegeben, als Grundstruktur des Gebäudes. Okay. Weil wir eben nicht Religionsvermischung wollen, sondern in diesem Sinne auch, dass das aus dem eigenen heraus die Begegnung mit dem anderen sich vollziehen soll. Und weil es spielt jetzt auch auf Ihre zweite Frage an, die Frage, wie die Innenräume denn der Sakralbauten eingerichtet sein werden. Mhm. Das ist jetzt so ein Punkt, der uns ab Herbst nochmal jetzt sehr intensiv beschäftigen wird, weil auch schon viele Künstler gesagt haben, wir wollen gerne mitmachen und da auch die Bezüge hin zur Gegenwartskunst auch ein bisschen stärker jetzt Berücksichtigung finden sollen. Also das sind dann nochmal spannende Fragen, die jetzt kommen werden. Okay. Sie sind, beziehungsweise ich vermute mal, es wird auch sehr viel um die religiösen Räume drumherum geben. Es wird wahrscheinlich Kulturzentren geben, Bibliotheken. Und was für Angebote wird man denn noch finden können? Also es ist natürlich, es ist erstmal ein Gebäude. Und das Gebäude ist nicht sehr groß. Das muss man auch. Also es ist zwar hoch mit 46 Metern, aber der große Zentralraum, wo also dieses Begegnungsforum sein wird, wenn da 300 Leute drin sind, ist es voll. Also insofern darf man sich da keine Illusion hingeben, dass da ein Riesenzentrum entstehen wird. Mhm. Insofern von der Größe her relativ bescheiden, aber eben dort dann auch diese Funktionen werden drin sein. Es wird eine kleine Bibliothek dort geben, es wird eine Stelle sein, also eine Art Raum, wo man auch Filme zeigen kann. Okay. Sodass also da auch das Spektrum dessen, was man machen kann, von wie sich Film zeigen, Ausstellungen, Vorträge halten, Musik aufführen, Theater aufführen. Es wird also in diesem kleinen Rahmen wird es alles möglich sein, um die ganze Breite dessen und die Felder, wo Religionen auch Berührungspunkte haben, um das auch dann schön zeigen zu können und auch einfach machen zu können. Mhm. Sie sind Theologe. Von der Ausbildung. Die drei Religionen, ist das, also Islam, Judentum und Christentum, ist das derselbe Gott? Ist nicht, natürlich, da fallen Sie mit der ganz grundsätzlichen Frage ins Haus und wir könnten da noch eine Stunde erstmal drüber diskutieren. Ja. Ich bin da sehr vorsichtig, muss ich sagen. Und da ist es von allen unseren Partnern, ist da eine gewisse Vorsicht. Wahrscheinlich wird man das erst am Ende aller Tage entscheiden können, diese Frage. Mhm. Der Hintergrund, den man so ein bisschen im Hinterkopf haben muss, ist natürlich, dass in der theologischen Wissenschaft genau diese Fragen, also wie ist überhaupt den theologischen Umgang der Religionen miteinander zu denken, ohne dass die Religionen ihre Wahrheitsansprüche aufgeben jeweils. Also einfach relativieren wäre viel zu einfach. Mhm. Und wie kann also auch eine Religion sagen, wir glauben schon, dass unser Weg und unsere Vorstellung von dem, wie wir uns Gott denken, das Wahre ist. Wie kann man das so denken, dass nicht dann andere Religionen zugleich herabgesetzt werden immer? Mhm. Das gibt ja in der Kirchengeschichte, gab es ja, also es gibt nur Heil in der Kirche und alles andere ist vom Teufel. Mhm. Also da sind gerade sehr intensive Überlegungen auch in der Theologie, wie das anders gedacht werden kann. Und insofern ist das auch ist es theologisch sehr virulent, was wir da auch machen. Und da ist auch unser großes Interesse, dass wir mit der Humboldt-Universität, also auch mit den theologischen Fakultäten zum Beispiel auch gemeinsam ein bisschen arbeiten und gucken, wie das also jetzt auch hier in der Öffentlichkeit ein bisschen mehr da hineingetragen werden kann und wie man auch diese Fragen einfach mit der Stadt zusammen und mit dem, was hier in der Stadt zu finden ist an sich Kultur und Wissenschaft und Politik, wie man also solche Fragen auch da in guter Weise debattieren kann. Mhm. Jetzt hat sich ja die Situation zwischen den drei Religionen in den letzten Jahrzehnten sehr stark verändert, ins Negative muss man sagen. Ich bin in die 80er Jahren in die Schulen gegangen. In Frankreich, da gab es viele Muslime in der Schule, in der Klasse, es gab viele Juden, es gab Christen und Leuten, die nicht getauft waren, zum Beispiel wie ich. Und da war Religion überhaupt kein Thema. Und heutzutage ist das wirklich schon bei Jugendlichen ist das schon ein Thema. Man wird sehr stark über Religionszugehörigkeit identifiziert. Ist also vermutlich, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum dieses Projekt entstanden ist. Richtig, ja. Also wie wir es in der Stadt hier erleben, ist es einerseits diese Phänomene, die Sie beschrieben haben, dass also sich eine größere Angst ist, auch natürlich angesichts der Weltsituation,
stark Religion mit Gewalt und Terrorismus und Fundamentalismus assoziiert werden. Mhm. Auf der anderen Seite ist auch die konkrete Situation in Berlin, sodass wir natürlich auch sehen, es gibt ja sehr viele Dialoginitiativen. Es gibt gerade in lokaler Kiezarbeit gibt es ja also tolle, gelingende Projekte auch eines Miteinanders der Religionen. Mhm. Und wir haben es auch in unserer Gemeinde erlebt, dass dann muslimische Kinder in unserem Kindergarten waren und dass sich auch Kontakte so ein bisschen entstanden sind zwischen, also auf dieser lokalen Ebene. Mhm. Insofern würde ich beide Seiten nehmen, mhm. Und würde da also sagen, es gibt auf der einen Seite die große Neugierde aufeinander und auch das Gefühl von Fremdheit, was unser Projekt vonnöten macht, aber dann eben auch ihr Punkt auch, also die zunehmende Sorge, was machen überhaupt Religionen, ist es nicht besser, es gäbe sie gar nicht, also das ist natürlich auch jetzt zurzeit ganz stark und auch da zu zeigen, es ist hier mit unserem Projekt so eine Art Symbol eines anderen Miteinanders der Religion, was hier probiert wird, das ist auch natürlich sehr stark jetzt gerade im Fokus. Mhm. Okay. Wir kommen langsam zum Ende, aber eine letzte Frage noch, wenn man sich die Internetseite anguckt und den schematisierten Bau der Kirche dann diese Zahl daneben stellt, 43 Millionen wird der Bau kosten, dann denkt man sich erstmal, das wird so ein Riesenzentrum, also deswegen hatte ich zuerst gedacht, aber Sie meinen jetzt, es wird nicht so groß. Aber das ist bleibt immer noch eine sehr große Summe Geld. Wie lange wird man brauchen, A, um das Geld bereit zu haben und B, um das dann tatsächlich zu bauen? Das heißt, wann wird der House of One öffnen? Auch, ja, müssen wir gucken. Wir können es in Bauabschnitte einteilen, das Gebäude. Insofern, wir können anfangen zu bauen, wenn 10 Millionen da sind an Geldern. Und insofern ist das unsere erste große Zielmarke, die wir gerne schaffen wollen. Und wir sind jetzt dabei, es gibt sehr viele Kontakte, es gibt eine riesengroße Resonanz weltweit. Also das hat uns selber überrascht. Und wir müssen jetzt so ein bisschen gucken, dass auch die Leute merken, sie müssen uns auch finanziell helfen und nicht nur Teil der Idee werden. Und insofern ist also die große Bitte, jeder, der das gut findet, sollte also 10 Euro einmal aus dem Portemonnaie ziehen und das da mit einem Ziegelsteinkauf das auch unterstützen. Und da laufen also gerade eine Vielzahl von Gesprächen und Kontakten, die wir also da pflegen werden. Wie gesagt, wenn wir 10 Millionen zusammen haben, könnte man losbauen. Rein von der Bauplanung her wäre das Anfang 2016 möglich. Okay. Und die reine Bauzeit für das Gebäude wäre dann 2 Jahre. Also die schnellstmögliche Variante wäre Frühjahr 2018 Eröffnung. Okay, und da könnte man dann schon Ostern feiern da? Genau. Und alle anderen Feste auch, richtig. Okay, alles klar. Ja, dann vielen Dank, Herr Roland Stolte, dass Sie da waren. Viel Erfolg für das Projekt. Wer sich da über mehr informieren will, geht auf die Internetseite, die heißt, wenn ich mich richtig erinnere, www.house auf Englisch -of-one.org. Genau. Und da kann man sich auch informieren über die weltweite Resonanz. Also Sie haben mir gerade beschrieben, das Kiez-Projekt, das bis in die ganze Welt hallt. Genau, das ist eine gute Beschreibung, ja. Okay. Und wer hat darüber schon berichtet? Zeitungen aus Australien, Neuseeland, China, Russland, Fernsehen, Radio in den Ländern, also sehr, sehr breit und wir kriegen auch Rückmeldungen aus diesen Ländern, auch von Leuten, die es einfach toll finden. Okay, ja, dann vielen Dank nochmal, dass Sie da waren. Das war Roland Stolte von House of One, nachzulesen auf der Internetseite. Wir hören jetzt ein bisschen Musik.